So, wir haben heute wieder einen leicht regnerischen Tag in Bad Mergentheim, aber es soll uns nicht stören, weil was wir heute machen, dauert eh den ganzen Tag und dann hoffen wir, dass morgen schönes Wetter ist, dann können wir nämlich schön messen, gucken, was er macht. Serie habe ich gerade noch so hingekriegt, 100 auf 200, da habe ich gehabt 6,5 Sekunden knapp, 100 auf 200 und ihr könnt euch schon vorstellen, es geht um ein schnelleres Auto, weil 6,5 in Serie muss was schneller sein und wir haben hier den wunderschönen AMG GTR Pro, ja, ein sehr, sehr geiles Fahrzeug, ja, mit dem ganzen Carbon und alles, was sie gemacht haben. Zbyszek, was machst du heute in das Auto rein, Zbyszek? Erzähl mal. Das Auto kriegt erstmal eine Downpipe verbaut, dann kommt Coolant Extreme rein und Sportrennfilter von mir. So, und dann mache ich meine Magic, dann kommt nämlich Software rein. Patrick, was machst du jetzt? Du zeigst jetzt den, wie der Christian die Downpipes macht und alles und in der Zeit gehe ich ein bisschen was machen, ja. Und dann sehen wir uns später wieder, gell? Also. Please take me for the morning, so I leave more disappointments than I ever will appointments. Give a fuck about your feelings, rub it in. This your ointment, can't depend on the oink. Or find your pick in a blanket, find a stick through your anus. Give a rip for your statement. This the shit and the pavement that is on. Word is born, I've been on like a track phone. I ain't going back home. Say what I do, trick. Yeah, I think I'm text on. Go where I live. Oh, you gon' need a chaperone. Not online, just your fight, got the black on. They put them pills up in your city, cause the crack gone. And yo, I still ain't got no backbone. I been on like a track phone. I ain't going back home. Say what I do, trick. Yeah, I think I'm text on. Go where I live. Oh, you gon' need a chaperone. Go where I live. Oh, you gon' need a chaperone. I been on like a track phone. I ain't going back home. Say what I do, trick. Yeah, I think I'm text on. So meine Lieben, wie ihr seht, komme ich mir vor wie in England. Regen, 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 Dauerregen. Gefühlt seit 3 Wochen schon nur Regen, jetzt wird es wieder Zeit für Sonne. Das heißt, wir haben gestern bis 11 Uhr abends die Downpipes noch reingemacht. Der Clou ist ja, die originalen Downpipes so rauszumachen, dass man sie nicht zerschneidet, ja, dass sie an einem Stück bleiben. Und das ist wirklich eine sehr aufwendige Arbeit. Wenn man da AMG fragen würde, die würden wahrscheinlich sagen, Motor muss raus, ja, Getriebe muss raus. Nein, wir haben es auch so geschafft. Wir haben die Achse etwas abgelassen, dann alles auf die linke Seite, Downpipe raus, alles auf die rechte Seite, Downpipe raus. So hat es funktioniert. Dann haben wir natürlich den neuen rein. Heute wollte ich testen natürlich, die 100 auf 200 geht jetzt nicht. Das macht jetzt der Kunde für uns. Ja. Gemessen haben wir auf dem Prüfstand 684 PS. Und, Moment, Telefon klingelt, drücken wir mal weg. 684 PS und 980 Newtonmeter. Das heißt, wir sind mit der Arbeit fertig. Zbyszek macht hier jetzt noch den Rennfilter rein. Dann kommt der Kunde, holt ihn ab. Und dann hoffe ich, dass er irgendwo ein trockenes Stückchen findet, wo er dann mal richtig Gas geben kann und sich entspannen kann. Vom Ladedruck her zeige ich euch jetzt gleich die Auswertung. Ja? Wie wir fahren von der Zündung her und allem. Und ich kann euch sagen, was mir bei dem Motor, ich meine, das ist ja 9,5 verdichtet, das heißt besser wie der C63, was mir da ein bisschen fehlt, ist die Größe von den Turbos. Also die Turbos original sind wirklich sehr, sehr klein. Ja? Und ich kann euch sagen, wenn da euch einer sagt, er fährt 1,8 oder 1,9 bar mit diesen originalen Ladern, sage ich, nein, das funktioniert nicht. Ja? Aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt schon hier das Tastverhältnis 95% zu, das seht ihr gleich dann in dem Diagramm. Und wir fahren 1,55 bar, 1,6 bar bei Drehzahlende. Das heißt 95%, arg viel weiter sollte man das Tastverhältnis nicht zumachen. Das heißt 95 begrenzt er, ja, und arg viel mehr sollte man nicht zumachen. Jetzt gehen wir mal rein, Patrick, und dann zeige ich euch mal das Diagramm. So, gelockt habe ich jetzt hier mit dem Autotuner, weil das schnell zum Auswählen geht und mir auch reicht beim Locken. Und wie wir sehen, fahren wir hier jetzt bei 3000 Umdrehungen, haben wir einen Druck von 1,57 bar. Ja? Und wir verfolgen hier die Linie und wir haben bei Drehzahlende, also was sagen wir mal, bei 7000 Umdrehungen haben wir immer noch 1,57 bar. Das heißt, wir fahren eigentlich so 1,57 über das komplette Drehzahlband. Ja? Und
was ich meinte mit dem Westgate Duty Cycle. Wir haben praktisch ab 6600 Umdrehungen 95% das Westgate zu. Ja? Das heißt, mehr Druck wird da nicht mehr gehen, ja, wie diese 1,57, 1,6 Bar. Zündung fahren wir die 16,5 Grad da oben rum, Lambda ist 0,84. Wir haben eine Last, Motorlast von 205%, Ansaugluft 51 da oben, das heißt, es ist tippitoppi. Ich bin jetzt echt gespannt, was der Kunde sagt. Aber ihm wird es gefallen, definitiv. Jetzt noch einen kurzen Soundcheck, oder Patrick? Also, dann komm. So, meine Lieben, wir haben jetzt doch gewartet. Es hat aufgehört zu regnen und ich zeige es euch nochmal hier. Das war original 100-200, 6,59 Sekunden mit einem Slope von minus 19%, korrigiert, bla bla bla, ist auf jeden Fall valid. Die gleiche Strecke sind wir gerade eben nochmal gefahren nach der Leistungssteigerung und wir haben 5,59 Sekunden. Also exakt eine Sekunde schneller bei gleicher Strecke mit der Leistung jetzt. Eine Sekunde ist viel, weil ihr wisst, umso schneller das Auto in Serie ist, brauchst du echt viel Leistung, um schnell zu fahren. Zum Vergleich, ein GT2 RS fährt die 5,5 und wir fahren jetzt hier 5,59. Das heißt, du kannst es vergleichen mit dem GT2 RS. Allerdings muss ich dazu sagen, die Eingangsmessung 100 auf 200 habe ich aus dem zweiten Gang gemacht. Das heißt, ich war da praktisch aus dem zweiten Gang raus. Kann ich jetzt bei dem Wetter leider nicht mehr machen, weil wir haben so viel Moment, dass ich aus dem zweiten Gang keine Traktion habe. Und ich hatte es jetzt aus dem dritten Gang gemacht und bin aus dem dritten Gang gefahren, die 5,59. Und ich bin sehr zufrieden. Das Ding ist geil. Und jetzt machen wir Feierabend, Übergabe und Ade. Also, Auto fertig, Auto zu und Ade.